Hey, ich hatte heute eine Stunde mit einem Schüler, der ein schön neues Hauz 5 bekommen hat. Und er sagte mir, wenn ich den Ball treffe, dann fliegt der Ball so, so gut. Aber ich habe sehr viel Respekt vor diesem Schläger. Ich habe ein bisschen Angst. Wohin kannst du mir den Schlag ein bisschen leichter machen? So, dies ist, was ich mit ihm gemacht habe. Und ich denke, das könnte vielleicht für dich auch nützlich sein, damit du sicherer bist, ein besseres Gefühl hast, wenn du mit einem Fairway Holz, Holz 3, 5 oder 7, über dem Ball stehst. Und manchmal kommt es ziemlich weit vor. Der Schlägerkopf ist nicht so riesig wie ein Driver. Das Erste, was ich sagen möchte, ist, dass dein Schwung stimmen muss. Dein Schwungebene muss einigermaßen richtig sein. Er hat den Fehler gemacht, dass er einen kleinen Bogen hier oben gemacht hat und sein Eintreffwinkel war zu steil. So, als allererste haben wir das korrigiert und dafür haben wir Eisen benutzt. Wir haben Eisen 8 genommen und wir haben dann Schwung verbessert. Aber jetzt zwei allgemeine Punkte für Fairway-Hölzer, was wirklich sehr gut geholfen haben in der Stunde und dir helfen werden, ist Nummer eins, man möchte drehen. Eine Rotation haben. Man muss sich um seine Wirbelsäule drehen. Und während man das tut, ist es notwendig, dass der Wirbelsäulewinkel bleibt. Man darf nicht zur Seite und man darf nicht hoch. Und dann muss man sich wirklich trauen zu drehen. Und solange deine Wirbelsäule gerade ist, solange du in der Achse bleibst, kannst du gerne dich gut aufdrehen. Weil gut aufdrehen bedeutet, dass du den Ball eher leicht von innen triffst. Und mit dem Fairway-Holz oder das Fairway-Holz möchte sehr gerne, dass wir mehr von innen kommen. Ein Fairway-Holz mag nicht einen steilen Eintreffwinkel. So, ich meine jetzt nicht flach schwingen. Ich meine, dreh die Schulter um die Wirbelsäule. Das Gefühl ist flach, aber die Hände durch das Winkeln der Handgelenke, die Arme, die heben sich, wie immer, wie bei anderen Schlägern in der Tasche. Okay, so das meine ich nicht. Ich meine nur die Drehung der Hüfte und Schulter, während die Arme wie immer leicht gehoben werden. Das passiert übrigens von alleine durch das Winkeln der Handgelenke. Dann der zweite Punkt. Der Schläger hat nicht viel Loft, 16, 17, 18 Grad. Und man hat nicht wirklich Vertrauen. Aber der hat ausreichend Loft, weil du hast automatisch mehr Schlägerkopfgeschwindigkeit. Der Ball ist auch vorne im Stand, wie du weißt. Und da fliegt der Ball wirklich sehr, sehr hoch, wenn du ihn gut triffst. Und darum geht es jetzt. Damit du den Ball besser triffst, musst du ein bisschen das Gefühl haben, dass du eher ein bisschen nach unten schwingst. Nach unten. Weil wir wollen auf gar keinen Fall zu sehr nach hinten fallen. Okay, so das erste ist nach unten, aber dazu musst du deine Hände verwenden, deine Handgelenke. So in dem Schwung jetzt, was du jetzt siehst, siehst du, wie ich beim Abschwingen diesen Winkel löse. Und wenn ich den Winkel richtig löse, dann ist es möglich, dass ich den Boden mit der Sohle treffe. Und wenn ich den Boden mit der Sohle treffe, dann kann er nicht hängen bleiben. Dann ist es egal, ob ich den Boden ein bisschen zu früh treffe. So, der zweite Punkt ist, nach unten zu schwingen, aber spüren, wie der Schlägerkopf die Hände überholt. Ich mache es einmal vor. Ich drehe mich voll auf, schwinge leicht nach unten und löse und lasse einfach meine Hände los. Und ich kann dir sagen, der Ball ist richtig hochgeflogen mit wenig Spin und hat seine 200 plus geschafft. Und es war locker. Ich habe die Länge des Schläges ausgenutzt. Diese Schläge kann sehr viel bringen für dein Golfspiel.